Diese Krankheit ist ein Arschloch. Punkt. Oh, meine Oma mit Ü80 ist fitter als ich mit 29. Seit anderthalb Jahren ist Ronjas Leben ein Kraftakt. Seitdem leidet sie an einer Krankheit, die man ihr auf den ersten Blick nicht ansieht. Ronja hat MECFS, eine Erkrankung, die das Nerven- und Immunsystem stark angreift. Manchmal so heftig, dass von jetzt auf gleich gar nichts mehr geht. Oh. An manchen Tagen fühlt sich Ronja schon nach einem Spaziergang so. Ich bin heute sehr lichtempfindlich und ja, Schmerzen in Arm und Bein haben auch wieder zugenommen. Ich werde einfach jetzt heute den ganzen Tag hier im Schlafzimmer verbringen. Das war Ronjas Leben vor der Erkrankung, immer aktiv und unter Leuten. Heute spielt sich ihr Alltag fast nur in ihrer Wohnung und auf dem Sofa ab. Man trauert schon so ein bisschen seinem alten Leben hinterher. Es gibt kaum Forschung zu MECFS und nur wenig Ärzte erkennen die Krankheit. Und das, obwohl rund 250.000 Menschen in Deutschland betroffen sind. Hoffnung bringt jetzt ein Medikament, das gerade an Long-Covid-Patienten getestet wird. Die zeigen nämlich ähnliche Symptome wie MECFS-Betroffene. Die ganze Energie und die ganze Hoffnung liegt halt da drauf, was ist, wenn das nicht wirkt. Ronja hat sich bei uns gemeldet, mit dem Anliegen, die unsichtbare Krankheit endlich sichtbar zu machen. Ich habe Blümchen dabei, ich darf sie zu Hause besuchen und ihren Alltag oder ihr Leben kennenlernen. Ich bin gespannt, wie viel überhaupt möglich ist. Vorher am Telefon hat sie mir erzählt, dass sie manchmal auch erst um 12 aus dem Bett kommt, wenn überhaupt. Und dass es auch Tage gibt, wo ein Telefonat so anstrengend ist, dass sie sich erstmal den nächsten Tag davon erholen muss. Die Kamera mache ich selbst, ist intimer und sensibler, finde ich. Wir haben am Telefon verabredet, dass ich Ronja 2 Tage lang in ihrem Zuhause in Bremen mit der Kamera begleite. Hallo. Wir sind für den ersten Tag um 10 Uhr verabredet. Lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Komm rein. Mein erster Eindruck, hier empfängt mich eine fröhliche junge Frau, der ich nicht ansehe, dass sie krank ist. Und auch Ronja selbst sagt, dass sie gerade kaum Anstrengung verspürt, weil sie vor lauter Aufregung voller Adrenalin ist. Wir fangen für mein Empfinden gemächlich an mit dem Frühstück. Brötchen hat uns Ronjas Freund Maxi geholt. Inwiefern wäre das für dich machbar gewesen, heute Morgen noch Brötchen zu holen? Heute Morgen nicht. Tatsächlich, weil mein Körper braucht erstmal so ja wirklich irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde, bis er erstmal wirklich so hochfahren kann. Und hätte ich dann Brötchen geholt, noch geduscht, mich fertig gemacht, das wäre wirklich schon over the top dann zu viel gewesen. Zack. Na, eben gerade dachte ich echt so vor, keine Ahnung, 3-4 Stunden, ich kriege kognitiv heute gar nichts hin, ne? Weil ich wirklich so benebelt im Kopf war, weil wir hier gestern und vorgestern noch aufgeräumt hatten. Meine Mama war auch vorgestern da, um zu helfen, weil ich halt nicht wirklich eine Hilfe bin. Also ich kann vielleicht mal irgendwie in 2 Tagen das Badezimmer schrubben, aber wenn es jetzt hier wirklich mal ins Eingemachte reingeht, dann kriegt Maxi das auch nicht alles alleine hin. Mhm. Und dann ist meine Mutti da noch gekommen. Ich werde im Laufe des Tages noch begreifen, wie stark die Krankheit Ronjas Leben beeinflusst. Und ich werde mit einer Ärztin aus der Medikamentenforschung über MECFS sprechen. MECFS, das steht wörtlich übrigens für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Erstmal will ich aber verstehen, wie alles anfing. Ronja erzählt, dass sie im Juli 2020 auf einmal 40 Grad Fieber und geschwollene Lymphknoten hatte. Hab mich dann nach 3 Tagen, als es immer noch nicht besser wurde, dann mal beim Hausarzt gemeldet. Dort bin ich hin, aber die meinten dann zu mir, ja, ich soll mich einfach zu Hause auskurieren. Okay. Also ich wurde auch nicht auf Corona oder sonstiges oder getestet. Also ich weiß letztendlich nicht, welches Virus das jetzt ausgelöst hat bei mir. Das ist 1,5 Jahre her. 2 Monate später treten die ersten MECFS-Symptome auf. Ronja verspürt eine bleierne Schwere und extreme Erschöpfung. Als Ronja zusammenbricht, wird sie in die Klinik eingeliefert und auf diverse Krankheiten untersucht. Von Krebs über Rheuma bis hin zu neurologischen Erkrankungen. All das wird bei ihr ausgeschlossen. Ja, ich war dann von September bis Januar krankgeschrieben. Mein Hausarzt wollte mich dann leider auch nicht mehr krank schreiben, weil er zu mir meinte, als ich ihm nochmal von meiner Symptomatik nochmal alles ganz genau erzählt hatte, dass es eine Anpassungsstörung wäre und ich ja noch jung bin und ich ja noch gar nicht so krank sein könnte. Eine ärztliche Diagnose über MECFS hat Ronja erst nach 1,5 Jahren bekommen, also vor kurzem.
Bisher war sie eine unsichtbare Kranke. Sie musste ihren Job, den sie neben dem Studium gemacht hat, aufgeben und ihr Studium unterbrechen. Und auch sonst hat sich ihr Leben mit der Krankheit komplett gedreht. So, worüber gesunde Menschen sich keine Gedanken machen, das muss ich halt alles planen und time, ne? Also vieles geht halt eben nicht mehr. Und wenn ich mal eben spontan meine Freunde sowas sehen möchte, es geht halt auch nicht, sondern ich muss das dann wirklich abwägen, mich vorbereiten sozusagen, dass ich meine Energie nicht schon die Tage vorher aufbrauche, sondern dass ich dann in dem Moment fit genug bin, um auch den Moment auszukosten. Und jetzt, wenn der Sommer ansteht, sind natürlich auch wieder so viele Outdoor-Sachen. Das macht mich dann schon ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass ich dann nicht mitmachen kann halt einfach. Ich könnte jetzt vielleicht auch mit dir jetzt vielleicht mit dem Fahrrad mal eben eine Runde fahren, aber es wird halt immer hinterher mit einem hohen Preis bezahlt, das Ganze. Und wie sieht der hohe Preis aus? Schmerzen, Grippegefühl, leicht erhöhte Temperatur und kann schon mal bis 1-2 Wochen sein, dass ich dann nur im Bett oder auf dem Sofa liegen kann. Dann geht gar nichts mehr. Ach krass, ja. Von einer Runde Fahrrad fahren. Ja, genau. Hat Ronja alles schon erlebt. Am schlimmsten ging es ihr nach einem Mädelswochenende an der Ostsee. Und das, obwohl sie dort nicht viel mehr als einen längeren Strandspaziergang gemacht hat. 2 Wochen lang lag sie danach flach. Ihr bisher schlimmster Crash, erzählt sie. Eine Stunde bin ich jetzt bei Ronja. Der Abwasch und das Frühstück scheinen sie schon erschöpft zu haben. Jetzt hast du dich tatsächlich ja auch ganz automatisch, ne, nach dem Abwaschen so hier hingelegt. Ja, genau. Das ist meine persönliche, beziehungsweise meine natürliche Haltung seitdem. Also hier halte ich mich oft auf, weil es einfach auch unglaublich schwer ist, einfach gerade zu stehen, zu sitzen. Ja, man fühlt sich halt einfach energielos. Und die Energie kommt leider auch nicht mehr durch Schlaf oder sonstige Erholung zurück. Denn Ronja quält sich oft durch die Nacht, hat Schlafstörungen. Sie kann nicht mehr richtig abschalten, spürt eine starke innere Unruhe. Bei Anstrengung bekommt sie Kopf- und Augenschmerzen. Klingt alles richtig mies. Ihr Freund Maxi ist übrigens die ganze Zeit im Nebenzimmer. Er ist am Ende seines Studiums. Vor die Kamera mag er nicht so gerne. Ciao, Sie, viel Spaß. Verlauf dich nicht. Seitdem Ronja durch die Erkrankung fast nur noch zu Hause ist, geht Maxi jeden Tag spazieren, um mal kurz rauszukommen und den Kopf freizukriegen. Wie hält das eine Beziehung aus, wenn dann plötzlich das Leben so stillsteht? Also dafür, dass mein Freund eher mehr so der genügsame Mensch ist, sag ich mal, arrangieren wir uns beide da ganz gut. Also ich war schon eher mehr so diejenige, die immer flippig am Wochenende unterwegs war. Und er hält das eher so ein bisschen ruhiger. Deshalb würde ich sagen, ergänzen wir uns dahin ganz gut. Seit fast 8 Jahren sind die beiden übrigens zusammen. Wie Ronja früher drauf war, werde ich später noch von einer guten Freundin erfahren. Um die Krankheit besser zu verstehen, bin ich mit Dr. Bettina Hoberger von der Uniklinik Erlangen per Zoom verabredet. Sie und ihr Team erforschen gerade ein Medikament für Long-Covid-Patienten, das auch ME-CFS-Betroffenen helfen könnte. Inwiefern hat denn die Forschung jetzt mit Long-Covid zu tun? Wenn man sich jetzt überlegt, was ist Long-Covid? Es ist im Endeffekt ein Krankungskomplex, was nach einer Virusinfektion entsteht oder entstehen kann. Das kriegt ja nicht jeder Long-Covid. Also die haben einen Symptomkomplex, der ähnlich ist, nicht komplett gleich, aber ähnlich zu ME-CFS. Und wann tritt wiederum ME-CFS auf? Auch eine Erkrankung, die oft nach Infekten eben sich einstellen kann. Also waren auf einmal gemeinsame Nenner da, wo man gesagt hat, okay, es scheint sich tatsächlich das Wissen, was man jetzt aus dem Long-Covid sich anfängt aufzubauen, man auch wertvoll zu sein für den Bereich mit ME-CFS. Würden Sie sagen, dass die ME-CFS-Patienten jetzt tatsächlich gerade Glück hatten, dass es Long-Covid gibt? Ich würde es eine schöne Fügung nennen, dass jetzt tatsächlich über diesen Arm mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, für eine Erkrankung, die ein sehr hohes Leidenspotenzial hat, die Personen trifft, die vorher vollkommen gesund waren, die fit waren, die Sport gemacht haben, jung sind, das sind keine alten Personen, und die dann nach einer Infektion oder vielleicht sogar nach mehreren Infektionen aneinandergereiht über Jahre hinweg auch immer komplett aus ihrem Leben gerissen wurden durch diese Erkrankungen. Jugendliche und Menschen Mitte 30 trifft die Krankheit öfter als andere. Frauen sind 3-mal häufiger betroffen als Männer. Bei Ronja ist ME-CFS leicht bis moderat ausgeprägt. Dr. Hoberger erklärt mir noch, dass die Krankheit bei schwerer Ausprägung bis hin zur Bettlägerigkeit geht, teils mit künstlicher Ernährung. Einige Betroffene sind stark lichtempfindlich, verbringen ihr Leben nur noch im abgedunkelten Schlafzimmer. Wenn du jetzt mal von deinem Vorkrankheits-Lebensqualitätsstatus 100 ausgehen würdest, wo bist du jetzt? 30 bis 40. Ach krass. Ja. Ui. Toll. Also es ist ja wirklich nur der Alltag, ne? Also hier funktioniere ich, aber was außerhalb ist, das geht halt nicht mehr. Und
Ich meine, welcher normale Alltag findet hauptsächlich nur in den eigenen vier Wänden statt? Normalerweise hast du einen Job, gehst arbeiten, hast danach noch Hobbys, denen du nachgehst, Freunde, so gehst schlafen. Dein Körper ist im besten Fall am nächsten Tag wieder erholt und kannst dasselbe nochmal vormachen. Ja, und bei mir ist es halt eben nicht so. Eigentlich hätte Ronja jetzt ihr Studium hinter sich und wäre in ihrem Traumjob als Ernährungstherapeutin aktiv. Durch die Krankheit steht ihr jedoch immer noch ihre Abschlussarbeit von vor 2 Jahren bevor. Du richtest dich wieder ein, hä? Ja, ich richte mich wieder ein. Ja, ich fühle mich einfach, also ich merke jetzt schon so, dass meine Glieder wieder richtig schwer werden, sodass so ein bisschen die Anspannung, die Adrenalinanspannung jetzt so nachlässt. Und jetzt merke ich so, okay, man kommt so langsam zur Ruhe. Darauf, also damit steigen aber auch die Symptome auf. Okay. Ja. Wie gut würde es dir tun, wenn ich einfach mal eine Stunde abhauen würde und du könntest so abchillen? Ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz in Ordnung. Es ist jetzt kurz nach 12. Ich war knapp über 2 Stunden bei Ronja, habe sie jetzt aber auch tatsächlich mal allein gelassen, bin hier raus im Park, weil ich wirklich gemerkt habe, wie anstrengend das für sie ist. Also sie hatte jetzt am Ende kaum mehr so richtig Kraft zu sitzen, hat sich immer abgelegt. Und ja, wir treffen uns in einer Stunde nach einer Pause wieder. Während ich eine Runde spazieren war, hat sich Ronja nicht vom Sofa bewegt. Sie beschreibt ihren Zustand wie den einer Luftmatratze mit defektem Ventil. Man kann immer wieder ein bisschen auffüllen durch Pausen, aber die Luft bleibt nie lang drin. Hallo! Kurz vor 2 kommt Ronjas Freundin Isi zu Besuch. Hallo! Nicht zu sehen. Ja, freut mich auch. Die beiden sind seit 13 Jahren befreundet, haben bis Ronja erkrankt ist, viel zusammen erlebt. Du tanzt super, super gerne. Also du bist halt wirklich ein richtiges Energiebündel. Auf jeden Fall auf jeder Party bis zum Ende. Ja, das stimmt. Und eigentlich, wenn sie zu Ende ist, nochmal zu gucken, vielleicht gibt es noch irgendwo anders. Wo können wir nochmal weiterfahren? Vielleicht kommt die Kaukasus-Einlage hier, wo ich gerade sagen, wo ich den Kosaken... Das ist Ronja. Genau. Das ist auch richtig typisch. Da war ich gerade im Spagat mit einem Bier auf dem Kopf. Da war ich in Portugal, da war ich surfen. Wenn du die Videos so anschaust, macht dich das auch ein bisschen wehmütig? Ja, schon und auch traurig. Ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie Mitleid von Leuten bekommen, aber man trauert schon so ein bisschen seinem alten Leben hinterher, auch seinen alten Fähigkeiten, die man konnte und wie fit man doch eigentlich war. Hattest du mal so einen Punkt, wo du so richtig Angst hattest um sie? Oder? Ja, natürlich. Also das fing eigentlich schon damals an, nach deinem Virus, da ging das ja los, dass wir da ja nicht wussten, was ist mit dem Körper los. Ja, auch mit den Augen. Mit den Augen ging das ja los, dass du ständig in der Augenklinik warst, dann lagst du im Krankenhaus, wo wir nicht wussten, was ist. Also es wurden ja so viele Untersuchungen gemacht und keiner wusste ja, was los ist. Und ich finde, das ist immer eigentlich das Schlimmste, wenn man noch gar keine Diagnose hat und gar nicht weiß, wo man soll man denn anfangen. Und was mir jetzt eigentlich ziemlich starke Angst macht, ist, dass so die ganze Hoffnung in dieses eine Medikament liegt, wo man ja noch nicht mal weiß, schafft das die Studie, schafft Ronja den Zugang darauf. Aber die ganze Energie und die ganze Hoffnung liegt halt da drauf. Und auch letztes Mal, als du bei mir warst, letzte Woche, da habe ich halt dann auch zu Ronja mich halt mal getraut zu sagen, was ist, wenn das nicht wirkt? Also dann ist halt, das macht halt, finde ich, schon auch sehr, sehr starke Angst. Über das Hoffnungsmedikament werde ich mit Ronja am nächsten Tag sprechen. Ich weiß nicht, wie sie mit ihrer Krankheit ohne eine Perspektive umgehen würde. Also ich glaube, meine Oma mit Ü80 ist fitter als ich mit 29. Mann. Es ist jetzt 15 Uhr. Ronja fühlt sich fit genug für einen Spaziergang. Nach 500 Meter zur Eisdiele und einer Treppe hoch zum Weserufer geht dann aber auch schon die Pumpe bei Ronja. Nur die will sie gerade mal vergessen. Wir setzen uns einfach irgendwo hin. Ich will wirklich ein bisschen, ich muss meine Kondition auch ein bisschen aufbauen. Wenn es mir, sag ich mal, heute Abend oder morgen eh schlecht geht, dann war ich wenigstens draußen und hab den Tag genutzt, so wisst ihr? Wir laufen noch ein Stück am Ufer lang. Auf dem Heimweg kauft Ronja ein Fertigessen für den Abend, damit sie nicht mehr kochen muss. Und Trockenshampoo, um sich das Haarewaschen am nächsten Tag zu sparen. Denn das, sagt sie, wird nicht mehr gehen. Ich hoffe, dass sie sich mit dem Spaziergang nicht übernommen hat und bitte sie, mir abends noch ein Selfie-Video zu schicken, als kleines Update. So, es ist jetzt kurz vor 6, also es ist jetzt ungefähr gut 2 Stunden her, wo wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Es fällt mir gerade unglaublich schwer, dieses Handy auf Augenhöhe zu halten, weil die Arme einfach, ja,
schwer wie Blei sind. Und ich merke auch schon, wie ein Grippegefühl kommt. Ich hoffe einfach, dass ich das bis morgen legt, dass die Nacht doch etwas erholsam wird und ja, ich heute ein bisschen trotzdem noch meinen Schlaf finde. Nächster Tag, 13.30 Uhr. Ronja hat heute einen ganz besonderen Termin, nämlich mit einem Arzt, der sich mit ihrer Krankheit auskennt, der hier auch in Bremen sitzt. Das wird vermutlich relativ anstrengend für sie, deswegen werde ich sie heute nur noch kurz besuchen. Kaputt, ich bin mega kaputt. Richtig, also ich fühle mich heute auch richtig krank, als ob ich Grippe hätte. Komm aber erstmal rein. Ronja muss sich direkt wieder hinlegen. Ich merke schnell, dass ihr Zustand heute ein ganz anderer als gestern ist. Abgesehen vom Körperlichen geht es mir mental auch heute irgendwie nicht so richtig gut. Und die Existenzängste, die ich halt schon vorher hatte irgendwie, weil ich halt nicht wusste, okay, was mache ich, was fange ich mit meinem Leben an, schön sich jetzt halt nochmal so ungemein, ne? Weil man halt einfach so unglaublich alleine gelassen ist mit dieser Erkrankung, aber auch so im Alltag, also die Erkrankung raubt mir halt völlig die Autonomie. Wir schauen uns zusammen eine Anhörung im Deutschen Bundestag an, bei der die Krankheit ME/CFS durch eine Petition an die Politiker getragen wurde. Fast 100.000 Menschen haben der Petition eine Stimme gegeben. Sie wollen die Politik aufrütteln, damit die Geld für Forschung locker macht. Denn die Medikamentenforschung wird bisher nur für Long-Covid-Patienten staatlich gefördert. Wenn das jetzt besprochen wurde im Bundestag, wie schnell hoffst du, sind die? Also eine Professorin von der Charité, die meinte, wenn man morgen anfangen würde, jetzt Medikamente zu erforschen, zu entwickeln, dann könnte man schon Ende des Jahres mit Medikamenten rechnen. Ja, und ich sag mal, realistisch gesehen, 3 bis 5 Jahre. Ja, die Mühlen meinen langsam in der Politik, so ist es nun mal. Okay, also das heißt, du stellst dich darauf ein, jetzt noch 3 bis 5 Jahre diesen Status zu haben? Ja. Okay. Und dafür bin ich ja noch gut, ne? Also die meisten Patienten leben mit der Erkrankung weitaus schlimmer als ich, sogar schon seit über 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren. Also für die ist wirklich jeder Tag ein Kampf. Ich frage mich, warum es so wenig Forschung zur ME/CFS gibt. Dr. Hoberger erklärt mir, dass es bisher keine spezielle Messmethode gibt, mit der man die Veränderungen im Körper objektiv nachweisen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach schwer ist, eine Erkrankung zu fassen, für die es noch keinen Biomarker gab. Also de facto ist ja das eine Erkrankung, bei der die Patienten den Leideweg von einem Arzt zum nächsten durchlaufen, dann von allen mit den Methoden, die wir momentan in der Medizin zur Verfügung haben, in der Routinemedizin, so muss man es ja sagen, dass dann halt oft unauffälliger Befund im Endeffekt, was ja an sich wieder gut, gesund ist, ja, aber de facto den Patienten in dem Moment nichts bringt, weil die merken, die haben ein Leiden, aber mit den Methoden, die zu dem Zeitpunkt halt vorhanden sind, kann man es noch nicht zeigen. Die Forderung der Petitierenden, eine breitenwirksame Aufklärungskampagne, damit die Betroffenen ernst genommen werden, die Politik Geld in die Forschung steckt und Erkrankte Unterstützung bekommen. Wie machst du es denn mit dem Geld? Wo kriegst du Kohle her? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich seit September letzten Jahres von meinen Eltern supportet werde, was die Miete angeht, Krankenversicherung. Ja gut, dann habe ich natürlich auch noch meinen Freund und auch noch mal Großeltern, die dann irgendwie mal Einkäufe oder andere Sachen dann irgendwie übernehmen. Aber weder Krankenkasse noch Rentenkasse? Nee. Nichts? Du kriegst nichts vom Staat? Nein, nichts. Ja, deshalb bin ich da schon ziemlich alleine gelassen mit der Situation. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht allen oder fast allen Betroffenen so. Ich verstehe einmal mehr, warum Ronja sich bei uns gemeldet hat und mit ihrer Geschichte aufklären will. Sie will nicht mehr alleingelassen werden mit der unsichtbaren Krankheit, will ihrer Familie nicht mehr auf der Tasche liegen. Apropos Familie, Ronjas Mutter hat sich für einen Videocall bereit erklärt. Hallo Mama. Sie sagt, so langsam geht's auch bei Ihnen als Eltern ans Ersparte, aber vor allem an die Nerven. Als Mutter natürlich bricht einem das Herz. Obwohl, ich gebe das noch nicht auf, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil ich habe neulich mich mit Ronja unterhalten und Ronja meinte, ach Mama, sagt sie, also ich bin da manchmal negativer als sie, sie baut mich dann irgendwo auch noch auf, weil sie sagt, ach Mama, wenn das Medikament rauskommt, vielleicht kann ich ganz normales Leben noch führen, vielleicht willst du noch einmal Oma, was ich mir natürlich wünschen würde, aber so, es kommt, wie es kommt, also was soll ich dazu sagen? Gerade wir müssen erstmal nach vorne schauen, dass es Ronja wirklich besser geht.
Ich will unser Treffen heute nicht weiter ausreizen und verabschiede mich nach 1,5 Stunden Besuch. Denn in 2 Stunden muss Ronja los zum Arzt und für den Termin wird sie Energie brauchen. Begleiten kann ich sie dorthin nicht. Ich hatte vor unserem Dreh in der Praxis angefragt. Für das erste Kennenlernen war eine Kamera aber nicht erwünscht. Kann ich auch verstehen. Ich treffe Ronja noch einmal wieder, 4 Tage nach ihrem Arztbesuch und unserem Dreh, per Videocall. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das ja dann doch irgendwie auch ein recht positiver und vielleicht sogar auch euphorischer Moment da war, jetzt endlich einen Arzt zu haben, der dich versteht. Konntest du das auskosten, dieses Gefühl? Nicht wirklich, weil ich danach wirklich den Tag danach ja ans Bett gebunden war sozusagen. Also dann am Freitag ging bei mir gar nichts. Ich bin mit Halsschmerzen aufgewacht. Meine Augen brennen extrem. Also ich bin heute sehr lichtempfindlich. Die Schmerzen in Arm und Bein haben auch wieder zugenommen. Ich denke mal, das ist die Quittung, dass ich gestern zu Fuß zum Arzt gegangen bin. Ich werde einfach jetzt heute den ganzen Tag hier im Schlafzimmer verbringen. Hier ist es dunkel. Wie lange hast du gebraucht, um dich quasi von unserem Dreh Mittwoch, Donnerstag und dem Arzt zu erholen? Also ganz, ganz ehrlich, ich bin davon immer noch nicht wirklich erholt. Das war wirklich, die ganze Woche auch mit den Adrenalinschüben, das war wirklich wieder so ein Auf und Ab für mich und ich bin davon immer noch, sag ich mal, gezeichnet. Aktuell gibt es ein privates Spendenprojekt, um die 800.000 Euro für eine Studie an einem ME-CFS-Medikament reinzukriegen. Die bayerische Landespolitik hat bereits angekündigt, im April über eine finanzielle Unterstützung zu entscheiden. Ich kann Ronja und anderen Betroffenen nur wünschen, dass andere Länder nachziehen. Wenn ihr etwas über das chronische Erschöpfungssyndrom oder die chronische Darmkrankheit erfahren wollt, habt ihr hier 2 Videos von den Kolleginnen von True Doku verlinkt.